Nun folgt die Einrichtung von dem neuen MacBook. Wir haben einmal hier die Sprache, die wählen wir aus, gehen auf Deutsch, gehen auf Weiter. Dann fragt er nach dem Land. Im Normalfall wählt er automatisch Deutschland aus. Das sehen wir jetzt hier, Deutschland, gehen auf Fortfahren. Jetzt kann man bestimmte Bedienungshilfen noch einstellen bezüglich Sehen, Motorik, Hören und Kognitiv. Steht oben nochmal beschrieben, brauchen wir aber in dem Fall nicht, später. Jetzt melden wir uns einmal im WLAN an. So, dann gehen wir einmal auf Fortfahren. Ich möchte in dem Fall nichts migrieren. Ich habe zwar einen Time Machine Backup, aber daraus werde ich nur meine Final Cut Pro Datenbank Database wiederherstellen. Dann gehen wir einmal auf Später. Jetzt kommt die Apple ID, die werde ich jetzt einmal eingeben und danach gehen wir weiter. So, jetzt legen wir noch den lokalen Benutzer an und wählen ein passendes Kennwort. Der Account wird jetzt nun erstellt. Das ist in dem Fall der lokale Benutzer-Account. Der hat jetzt nichts mit der Apple ID und dem Kennwort zu tun. Jetzt wird noch die iCloud konfiguriert. Wenn zum Beispiel der Desktop und die Dokumente vorher synchronisiert wurden, werden natürlich jetzt die Daten, die vorher auf dem alten Mac waren, wieder auf den neuen runtergeladen, genauso wie die normalen iCloud Drive-Verzeichnisse. So, jetzt fragt er nach den Einstellungen, die angepasst werden sollen. Ich lasse in dem Fall einmal alles auf ein. Erscheinungsbild dunkel und bei App-Analyse lasse ich weg. Gehen wir einmal auf Fortfahren. Jetzt fragt er nach Firewall-Verschlüsseln, das kann man machen, ich mache das nicht. Ich hatte häufiger schon Probleme, aber ihr könnt das gerne aktivieren. Gehen auf Fortsetzen. Jetzt wird Touch-ID eingerichtet. Wichtig ist, Touch-ID hat kein Vibrieren, das ist nicht wie beim iPhone oder ehemaligen iPhones, dass dann der Touch-ID-Button vibriert. Ihr müsst dann halt immer wieder drauf, hoch, bis ihr das oben voll rot durch habt. Fortfahren. Jetzt könnte man theoretisch Apple Pay noch einrichten, genau, fortfahren. Jetzt würde er noch irgendwelche Zugänge hinzufügen, die zum Beispiel am iPhone vorhanden sind. Wenn das erledigt ist, machen wir weiter. So, die Grundeinrichtung ist abgeschlossen. Ihr seht oben noch den Unterschied zu meinem MacBook vorher. Ich hatte ja ein 2020er Modell mit Intel CPU, dass hier oben noch die Notch ist, wo die Kamera sich befindet. Kein Face ID, nur die Kamera. Ja, das war's schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare, wenn Daumen hoch und nicht aufräumen. Dankeschön!